Wir haben, bevor wir hierher gefahren sind, hatten wir noch keine Kinder. Da haben wir ganz oft Urlaub im Ausland. Flugzeug, Übersee, Karibik, Sonne, Strand, Palmen, 14 Tage, nichts. Dann kamen die Kinder, dann hat sich das alles komplett verschoben und verändert. Dann musste es ein bisschen unkomplizierter werden. Da hatte man keine Lust mehr, mit Kinderwagen und allem drum und dran wegzufliegen. Was machen wir, wo fahren wir hin? Und Freunde von uns waren schon mal hier und haben gesagt, fahr doch mal dorthin, das ist auf dem Bauernhof, das ist total toll. Dort hört die Straße auf, dort können die Kinder toben, spielen, rennen. Guckt mal. Ja, und das war unsere erste Begegnung und haben wir das ausprobiert, haben sofort gebucht, Platz bekommen und nun sind wir das 11. Jahr hier. Und unser Sohn 14, den haben wir gefragt, na, was denkst du denn nächstes Jahr? Na, wir fahren wieder hierher. Also da gab es überhaupt kein anderes Überlegen, wo fahren wir denn hin? Und wir fahren wieder hierher, das war für ihn ganz sicher. Also bis jetzt gibt es da noch keine Probleme. Natürlich ist es immer schöner, wenn irgend noch eine Familie mit ist, die Kinder im gleichen Alter hat, wo die so oder so ungefähr, wo die sich dann eben auch, wenn es mal wandern geht, dann auch mal gegenseitig den Berg hochziehen. Na, also wenn wir jetzt nur zu dritt oder so unterwegs sind, ist das schon ein bisschen schwieriger. Da braucht es schon ein bisschen mehr Motivation unsererseits. Aber sobald da noch eine Familie mit Kindern mit ist, da sind die meistens die Ersten, die auf den Berg hoch sind, wenn wir wandern gehen. Ja. Weil es einfach schön ist, die Kombination aus Berge und See, die Natur, Wandern, die freundlichen Menschen, die Gelassenheit der Österreicher, das unkomplizierte Leben hier und einfach so die Ruhe, die Entschleunigung. Ja, für uns gibt es momentan nichts Schöneres. Ja. Mehr kann ich da gar nicht dazu sagen. Es ist einfach so, wie es ist, für uns perfekt. Ja.